Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Sonntag in Dresden das ehrenamtliche Engagement sächsischer Sportvereine würdigte, waren auch Vertreter von Vereinen aus dem Erzgebirge unter den geladenen Gästen. So zählte in diesem Jahr das Tanzprojekt Keen on Rhythm Schneeberg zu den Preisträgern des 6. Sportvereinswettbewerbes von So geht Sächsisch und dem Landessportbund Sachsen. Das Preisgeld soll für einen Besuch von rund 60 Kindern der Indoor-Erlebniswelt Pandora in Schneeberg genutzt werden. Auch in Dresden mit vertreten war der EHV Aue. Vom sportlichen Leiter Stefan Swatt und dem EHV-Geschäftsführer Rüdiger Jurke in die Mitte genommen, erklärte Eva Wagner. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten verschiedene Fanschals gesammelt und heute haben wir den Auftakt für unsere Fanschal-Aktion mit Team Sport Sachsen und So geht Sächsisch. Das heißt, die ganzen Fanschals, die bei uns abgegeben wurden oder heute noch abgegeben werden, werden zu einem großen Fanschal zusammengenäht. Wir werden auch noch in Chemnitz mit der Aktion zu Gast sein und auch noch in Leipzig und wollen den größten Fanschal Sachsens zusammen kreieren. Deshalb jeder, der seinen Fanschal mit Spenden mit abgeben will, ist herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns, dass wir da gemeinsam einen Rekord schaffen können, den wir dann im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025 präsentieren können. Insgesamt wurden 222 Vereine aus allen Regionen Sachsens ausgewählt, die sich offiziell als Gewinner des diesjährigen Sportvereinswettbewerbs bezeichnen können und eine Prämie von 1.000 Euro pro Verein erhalten. Die 6. Auflage des Wettbewerbs legte einen besonderen Fokus auf die Bedeutung der ehrenamtlich Engagierten für das Vereinsleben. Zum Wettbewerb aufgerufen waren in erster Linie Sportvereine, die für einen solchen besonders engagierten Menschen in ihren Reihen eine originelle Überraschungsaktion organisieren wollten.